Okay, Jasmini Man, was kannst du heute machen, um glücklich zu sein, statt dein Glück und deine Zufriedenheit und dein Erfülltsein in die Zukunft zu verschieben, es von Dingen abhängig zu machen, wenn ich dann Millionär bin und die richtige Frau und das richtige Haus und das richtige Kind, den Ring, den Hund, das Traumauto. Und dann kann ich erst, und natürlich den Traumjob noch. Ja, genau, dann kann ich erst glücklich sein. Und vielleicht wird es nie passieren. Vielleicht wird es dieses Szenario nie so geben in der Form. Und vielleicht muss es es auch nicht. Vielleicht kannst du überlegen, was kann ich heute machen? Heute, so wie es jetzt ist, unter diesen Umständen, die jetzt existieren, mit den Sachen, die ich jetzt habe, mit der Person, die ich jetzt bin. Was kann ich machen, um heute glücklich zu sein? Was kannst du machen? Und wenn es nur so was Einfaches ist, wie mal was essen, was du noch nicht gegessen hast seit langem oder noch nie gegessen hast oder immer mal irgendwas machen wolltest, was du noch nie gemacht hast und jetzt machst du es heute. Und das macht dich vielleicht ein Stück weit glücklicher, statt immer zu versuchen, diesen Moment in die Zukunft zu verschieben und dann alles davon abhängig zu machen. Bis du diese Erfahrung von glücklich sein erleben kannst. Und ich bin mir eigentlich so gut wie sicher, dass es immer genügend Gründe gibt, wenn du genau guckst, um jetzt glücklich zu sein. Auch wenn es nur für einen Moment ist. Und es gibt so ein schönes, war so ein Schild in Tibet, hoch in den Bergen. In einem Restaurant, in einer Hütte, wo dran stand: Eat dessert first, life is uncertain. Also ess deinen Nachtisch zuerst, das Leben ist unsicher. Und ich fand es gut und es ist wahr. Du weißt nie, was passiert. Du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, was in 5 Jahren, in 10 Jahren ist. Aber du weißt, was jetzt ist. Und du kannst, ja, ess deinen Nachtisch jetzt. Ess deinen Nachtisch zuerst. Verschiebe nicht das Glücklichsein. Das war Miniman. Grow that train.